So, und da sind wir schon, live on air. Hallo. Hallihallo. Annika Strauß hat 1000 Leben gehabt schon, weil sie wurde schon zerstückelt, zerhackt, gefoltert und ich weiß nicht was alles. Spielt, ist Autorin und Schauspielerin und spielt aber vorwiegend in schlimmen Filmen mit. Kann man das so sagen? Ja, schlimme Filme. Das ist natürlich immer so eine Ansichtssache. Also ich habe leider sehr viele Freunde und Bekannte, die meine Filme nicht angucken, weil sie, also für die auf jeden Fall zu schlimm sind. Das ist dann immer ein bisschen schade. Die würden sich das so wünschen, dass ich mal in so einem schönen Rosamunde Pilcher Film oder so mitspiele. Naja, schauen wir mal. Oder ein Musical oder sowas, ne? Ja, das wird nicht, also singen kann ich nicht. was haben wir denn? Als allererstes haben wir eigentlich immer so unsere Traditionsfrage, und zwar der allererste Film, den du als Kind im Kino gesehen hast. Hast du da noch Erinnerungen dran? Ich habe das tatsächlich im Vorfeld schon auf deiner Seite mal gesehen, dass du das gerne fragst. Ich musste wirklich schon überlegen, und ich glaube, es war tatsächlich das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch. Wieder mal Disney. Hm? Wieder mal Disney. Ganz viele waren das erste Mal in einem Disney-Film. Ja, ich glaube, das ist auch fast normal, oder? So, wenn man mit Kindern ins Kino geht, dann ist es halt schon ein Kinderfilm und was gibt es da fast Schöneres als Disney-Filme? Und ich meine, das Dschungelbuch sowieso, oder? Ja, aber hast du geweint? Könnte ich mir schon gut vorstellen. Das weiß ich wirklich nicht mehr, weil da war ich wirklich noch klein. Aber ich weine eigentlich immer bei Filmen. Das ist auch ein Grund, warum ich gern Horrorfilme gucke, weil da weine ich selten. Also ist tatsächlich so, also ich bin so sehr, sehr empathisch, was natürlich, sag ich mal, für Schauspiel ganz gut ist. Aber fürs normale Filme gucken tatsächlich schwierig, weil ich sehr nah am Wasser gebaut bin. Also ich kann auch bei einer traurigen Werbung, so diese Messi-Werbung oder was es da so gibt, da weine ich auch schon mal, wenn es dumm läuft. Oh, hör mal, kennst du den Film 7 Minuten nach Mitternacht? Ich wollte ihn immer mal gucken, ich habe ihn aber noch nicht geguckt, tatsächlich, ja. Also wenn du nah am Wasser gebaut bist, dann wird er dich komplett zerstören. Ja, das gibt viele solche Filme. Also manchmal ist es auch wirklich ganz schlimm. Ich weiß nicht, die lösen dann sowas aus, zum Beispiel Hugo Capré. Ja. Das ist so ein Film, der war ganz schlimm für mich. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ne? Ich habe so gedacht, oh, der ist bestimmt voll schön und so. Und der hat aber sowas ausgelöst, dass ich echt nach dem Film noch bestimmt eine halbe Stunde weiter geweint habe. Ne? Ja. Also es war so sehr, sehr berührend. Und deswegen, so Filme kann ich gar nicht immer angucken. Und beim Horrorfilm, der geht halt immer. Ja. Ja. Das stimmt. Der Mike hatte hier jetzt auch noch so ein paar Sachen mir mitgegeben. Ja. Und zwar, wie war der erste Kontakt mit Marcel Walz? Wie kam das zustande? Kannst du das uns mal erzählen? Ja, das war tatsächlich eine ganz klassische Bewerbung. Also ich habe ja, ich war nach dem Abitur auf einer Schauspielschule in Stuttgart. Die war allerdings, muss ich sagen, es war halt eine private Schule, ne? Und die sind recht teuer, teilweise aber gar nicht mal so gut. Ich habe mich damals nicht an eine staatliche Schauspielschule getraut, also an die Vorsprechen habe ich gar nicht erst gemacht, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ich kann nicht singen. Und mit meinen, sage ich mal, jungen 19 Jahren habe ich so gedacht, ja, habe ich sowieso keine Chance, wenn ich nicht singen kann. Also heute würde ich es vielleicht einfach mal versuchen, aber damals habe ich es mich wirklich nicht getraut. Hab dann aber auch Abstand von dieser privaten Schule genommen, wo ich dann auch immer mehr mitbekommen habe, dass die gar nicht so einen guten Ruf hat, ne? Und habe dann gesagt, okay, ich sattel um und habe dann Rhetorik und Germanistik studiert und dachte, das ist auch ein gutes Feld, da kann ich ein bisschen was mit Moderation machen, mit Schreiben, mit Präsentieren, also alles, was mir so eigentlich auch immer ganz gut gefallen hat und gut lag, also auch in der Schule oder so. Ich hatte nie ein Fach, in dem ich gut war, sondern da ging es immer so die Präsentation, das war so voll mein Ding. Genau, und dann war ich erstmal mit der Uni ein bisschen beschäftigt und habe dann aber gesagt, okay, ich möchte aber trotzdem gerne im Schauspiel irgendwie weitermachen, weil das einfach so, das ist halt so mein Herzblut, ne? Und das ist einfach das, was ich machen möchte. Und habe auch damals immer so gesagt, ach, ich würde auch total gerne mal in einem Horrorfilm mitspielen. Damals so mal in einem Horrorfilm. Ja, es lief dann anders. Also, es hat dann erstaunlicherweise gut geklappt. Ich hatte, wann war das? Ende 2008 habe ich eine Vita fertig gemacht. Also habe schöne Fotos machen lassen und habe so ein bisschen mit den paar Erfahrungen, sage ich mal, die ich damals hatte, eine Vita gemacht. Ein bisschen Theater habe ich ja gespielt und so. Aber ja, und dann habe ich Anfang 2009 das Internet mal wieder so durchsucht nach Projekten. Also ich hatte da von der Schauspielschule natürlich schon so ein paar einschlägige Seiten. Und da
bin ich tatsächlich auf das auf den Aufruf von Marcel aufmerksam geworden. Dem ist nämlich damals eine Schauspielerin abgesprungen für La Petite Mort. Und er hat dann relativ kurzfristig eine Ersatzrolle gebraucht. Und da habe ich mich beworben und dann hat er sich gemeldet und dann haben wir telefoniert und dann hat das alles ganz toll funktioniert. Ja. Hast du denn aus der langjährigen Zusammenarbeit auch mit ihm irgendwie so ein Lieblingsprojekt? Oh, das ist schwierig, weil es waren wirklich, ich muss sagen, die Projekte waren eigentlich alle ganz toll. Also ich muss sagen, was natürlich schon sehr, sehr krass für uns damals und sehr besonders war und für mich sowieso ist sie zwei, weil wir einfach auch natürlich in Amerika gedreht haben. Ich meine, wir haben 2010 auch schon in New York ein paar Tage gedreht für Avantgarde, aber sie zwei war schon nochmal was anderes. Da war halt auch der komplette Cast, sag ich mal, amerikanisch und in der Wüste bei Las Vegas zu drehen war schon unglaublich toll. Und ich habe natürlich während der Dreharbeiten dort auch geheiratet, deswegen ist es so, diese ganze Zeit da ist für mich einfach sehr eindringlich und eindrücklich gewesen. Also das ist so eine Zeit, die werde ich nie vergessen und das war für mich ein ganz besonderes Projekt auf jeden Fall. Schlaraffenhaus war, glaube ich, für Marcel und mich so zusammen auch ein besonderes Projekt. Das war auch ziemlich toll. Ja, und dass du so in die, ich sag mal so, auf die Schiene gegangen bist, so horrormäßig, das hat der ja schon mal den Titel beim Spiegel eingebracht, die deutsche Scream Queen. Ja, das war des Öfteren. Also wurde ich dann so genannt. Finde ich auch, also ehrt mich natürlich, freue ich mich über den Titel. Wie gesagt, ich mag Horrorfilme und ich drehe auch unheimlich gerne Horrorfilme und das ist natürlich schon schön, wenn man so einen Titel bekommt. Schließlich darf man sich da, wenn man die amerikanischen Scream Queens anschaut, in eine ganz nette Reihe einreihen. Ja. Wann hast du dich das letzte Mal selbst bei einem Film so richtig gegruselt? Den ich geguckt habe? Ja. Das passiert tatsächlich gar nicht so oft, weil ich finde, dass es viel zu wenig so richtig gute Horrorfilme gibt. einmal pro Jahr kommt da vielleicht einer raus, wo man sagt, ja, der war jetzt mal wieder gut. Ich muss gerade echt überlegen. Also ich fand Ghostland ganz gut von Pascal Logier, muss ich sagen. Das war so ein bisschen so meine Art Horror, die ich auch gerne gucke, mit so ein bisschen... Ja, von der Story her einfach auch, aber der hatte auch so Momente, die schon gruselig waren. Welcher Film mich total körperlich mitgenommen hat, war, aber das liegt wahrscheinlich an meinen persönlichen Phobien, war 47 Meters Down. Der hat mich fertig gemacht. Da ging es mir ganz schlecht. Vorgestern haben wir den geguckt. Echt? Den ersten? Nee, das war der Uncaged, den zweiten haben wir geguckt. Der Uncaged, aber genau, also bei mir war das bei dem ersten. Ja. Und zwar einfach aus dem Grund, also ich habe sowieso total Angst vor Haien. Also ich sage immer so, ich sage immer, irgendwann werde ich so sterben, dass ich vom Hai gefressen werde. Das sage ich schon immer, weil ich früher ganz viel solche Träume hatte, ne? Ja. Also so ganz krass, klar, das ist natürlich, vielleicht passiert es nicht. Und wenn, also ich gehe trotzdem auch schwimmen im Meer und ich habe auch einen Tauchschein gemacht, aber immer mit ganz viel Angst, ja. Also ich habe da schon ein bisschen Muffel vor und ich habe auch so, so ein bisschen sowas Klaustrophobisches und Angst, weißt du, so keine Luft zu kriegen, ne? Das ist so meins, wo ich so das Gefühl habe, ich kriege nicht genug Luft, da bin ich gleich sehr, sehr panisch und der Film hat halt alles, ne, was das angeht, komplett. Und also ich habe wirklich da mitgelitten und am Ende, nach dem Film, ging es mir richtig schlecht. Also ich habe so gesagt, oh, mir ist irgendwie übel und so. Ich dachte erst so vom Essen, dann so, nee, das war echt vom Film. Ja. Würdest du denn als Schauspielerin sagen, also wenn ich Schauspielerin bin und mir gefällt die Rolle und das Drehbuch, nehme ich das an, auch wenn das ein klaustrophobisches Szenario hat, wie zum Beispiel hier The Descent oder halt sowas wie 47 Meters Down? Klar, natürlich. Würde ich auf jeden Fall trotzdem machen. Echt? Ja, wow. Würde ich machen. Also weil ich auch zum Beispiel, als ich den Tauchschein gemacht habe, das war so eine Situation. Ich war mit meinen Eltern und mit meinem Mann im Urlaub. So. Und meine Eltern hatten kurz vorher, also meine Mutter hatte kurz vorher den Tauchschein erst gemacht und mein Mann hatte den mal angefangen, aber nie fertig gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir dann da sind, dann macht er den Tauchschein fertig. Und ich so, hey, super, könnt ihr alles machen. Ich komme auch mit aufs Boot und so, aber ich schreibe dann irgendwie an meinem Laptop und ihr geht schön tauchen, super. Ne, war für mich klar, ich mache das nicht. Also habe ich auch wirklich ganz klipp und klar so gesagt. Ja. Und dann, dann fing es halt an im Urlaub. Ne? Meine Eltern auch so, willst du nicht mal so ein Schnuppertauchen machen? Und ich so, nee, will ich nicht. Und dann haben die mich echt so lange genervt, bis ich gesagt habe, okay, ich mach's. Ne? Dann habe ich so ein Schnuppertauchen im Pool gemacht.
Dann so, ja, und war es jetzt so schlimm? Ich so, ja, es ging, aber also ich brauchte es halt trotzdem nicht so. Und dann wollten sie mich halt die ganze Zeit überreden, diesen Tauchschein zu machen. Ich immer so, nee, ich will nicht. Und weil ich mich da echt schon so panisch irgendwie unter Wasser gesehen habe, weil dieses Gefühl einfach nicht wie jetzt beim Schnorcheln oder so, dass du jederzeit eben, ne, hochtauchen kannst und Luft holen kannst, dir das Ding da rausreißen zur Not, das ist halt beim richtigen Tauchen schon anders. Und da hatte ich halt so ein bisschen Bammel. So, und dann hat mein Vater das Totschlagargument für mich gebracht. Ja, und was ist, wenn du meinen Tauchschein für einen Film brauchst? Und ich so, ja, stimmt eigentlich schon so. Ja, und dann habe ich mich überreden lassen und habe den Tauchschein gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte zwar, sag ich mal, bei den ersten 3, 4 Tauchgängen schon so einen panischen Moment, ja, wo ich dann auch mal einfach hochgetaucht bin und mein Tauchlehrer mich gefragt hat, was ist los? Und ich so, ich weiß nicht. Einfach so dieses Panikgefühl. Aber letztendlich habe ich dann auch wirklich gelernt, damit umzugehen und habe es nachher wahnsinnig genossen. Ja. Also wirklich, so ich sag mal, seinen Ängsten da auch so ein bisschen ins Auge zu schauen. Und ich würde das nicht missen wollen, diese Erfahrung gemacht zu haben. Also diese Ruhe und Wasser, diese tollen Eindrücke, die du da erlebst, die du echt nicht vergleichen kannst mit normalem Schnorcheln oder so. Wir sind dann am Ende sogar mit Delfinen getaucht. Ja, also das war unglaublich. Und da habe ich so gelernt, eigentlich so auch einfach Ruhe zu bewahren, selbst wenn du Angst hast oder, ne, wenn das eigentlich so eine Situation ist, die dir nicht so ganz geheuer ist. Und ich glaube, das ist ganz gut auch zu sagen, also wenn jetzt so ein Dreh oder sowas anstünde, zu sagen, das nehme ich auch als Chance wahr. Ja. Wenn du demnächst mal im Casting kommst für Piranha Triple D oder so, dann kannst du sagen, ich habe einen Tauchschein, Freunde. Ja, klar, genau, kein Problem. Wie siehst du eigentlich die Entwicklung des deutschen Independent in Bezug auf die heutigen Möglichkeiten? Weil solche Sachen wie Scars of Xavier, das, ja, die sind ja richtig hochwertig, die sind ja, glaube ich, 20-fach preisgekrönt, irgendwie das Ding. Ja. Wie siehst du persönlich diese Entwicklung in dieser Szene? Also ich denke, dass es eigentlich heutzutage so leicht wie noch nie ist. Weil, also ich sage mal, zumindest equipmenttechnisch ist da so viel passiert in den letzten Jahren. Also wenn ich mir überlege, eigentlich hat jeder heute eine Drohne. Ja, früher war eine Kamerafahrt oder Aufnahmen von oben echt, das konnte man sich überhaupt nicht leisten. Das ist heute wirklich alles easy möglich. Also von der Sparte aus, finde ich, ist es eigentlich einfacher als je zuvor. Ich finde es immer ein bisschen schade, aber das kommt wahrscheinlich einfach auch, weil ich ja selber auch schreibe. Also das kam tatsächlich, also das klingt immer so ein bisschen gemein. Ich will das auch eigentlich nicht so gemein darstellen, aber ich habe halt auch echt viele schlechte Drehbücher gelesen, ne? Ja. Und ich denke mir immer so, ich finde es halt schade, dass im Independent-Bereich nicht mehr Wert auf die Story von Haus aus quasi gesetzt wird, weil das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, das kostet ja nicht so viel Geld, sage ich mal, ob du jetzt eine gute oder eine schlechte Geschichte schreibst. Klar kannst du natürlich für einen Low-Budget- oder Independent-Film nicht schreiben, was du dann nachher, sag ich mal, finanziell auch nicht umsetzen kannst. Aber trotzdem kannst du einfach bessere Geschichten machen. Das finde ich eher so ein Ding, woran ein bisschen mehr gearbeitet werden sollte. Und da finde ich zum Beispiel, gerade wo du das Beispiel sagst, Scars of Xavier, ich finde, der Kai hat da wahnsinnig viel richtig gemacht. Natürlich lässt sich auch da von der Story vielleicht streiten. Aber ich finde zum Beispiel, dass er das richtig gut umgesetzt hat, weil es einfach ruhig erzählt ist und wirklich eindringlich aus der Perspektive des Serienkillers und meiner Meinung nach gibt es sowas eben nicht so viel. Und das war zum Beispiel, da hat er alles richtig gemacht. Ja, wenn er jetzt den 10., weiß ich nicht, Splatter-Zombie-Independent-Film gebracht hätte oder sonst was, wäre das vielleicht nicht so gut gewesen. Also, ja, ne? Ich finde auch, gerade wenn man günstig dreht, dann braucht man eine gute Idee und ein gutes Drehbuch. Ja. Und also entweder macht man das so, dass man sich dann selbst einfach nicht zu ernst nimmt, so wie der, wie der Thilo Grusejohann das gemacht hat damals mit seinen kleinen Filmchen da, die ja echt super lustig sind. Oder man muss halt wirklich seine Guts da auch echt reinstecken. Ne? Also ich finde auch, also es kommt eben so drauf an, weißt du, was du auch willst und wohin du willst. Zum Beispiel, ich bin ja auch mit den Rundstock super gut befreundet und ich finde es zum Beispiel toll, was die machen. Ja, die machen das völlig unabhängig von irgendwelchen großen Produzenten oder sonst was, sondern die machen wirklich Horrorfilme von Fans für Fans. Und da darf natürlich auch das Blut spritzen. Ja. Und das ist, finde ich toll, wie die das machen. Und die geben sich so viel Mühe und stecken so viel Herzblut rein. Das ist eine
eine ganz tolle Form, ja, von Independent-Film. Dann gibt es eben auch andere, die sagen, ja, okay, ich möchte mit dem Independent-Film einfach erfolgreich werden, um mehr Geld zu generieren, um noch bessere Filme zu machen. Das ist dann die andere Sparte, wo ich dann wieder sage, ja, dann muss aber natürlich auch von Haus aus ein bisschen mehr an Story rein, an Schauspielern, die gut sind, an Marketing vielleicht auch einfach. Dafür wird ja auch dann gar kein Geld meistens mit einberechnet. Also solche Sachen. Oder dass ich eben sage, wie der Kai, ich mache eben mal was anderes. Ja. Im Independent-Bereich, was nicht jeder macht. Ja. Wie sieht es denn dann mal aus mit einem eigenen Drehbuch verfilmen? Also wie steht es denn da? Ja, das ist nämlich genau das. Es ist immer ganz leicht gesagt, so wie ich das jetzt auch mache. Aber das dann wirklich umzusetzen und eben auch Produzenten zu finden oder eben das überhaupt zu finanzieren, ist halt wahnsinnig schwer. Ja. Und ich habe natürlich auch Drehbücher geschrieben. Ich hätte da auch 2, 3 in petto, wo ich sage, ich finde, die wären von der Story her auf jeden Fall cool und mal was anderes. Aber ja, da muss er halt jemand finden. Und da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht clever drin, da irgendwie, sag ich mal, Produzenten oder sowas an Land zu ziehen, weil das bin ich nicht. Ja? Also ich kann schreiben, also ich kann so diesen künstlerischen Prozess, ich kann das schreiben und ich kann das spielen, aber alles, was dann mit Geld oder Marketing oder sonst was zu tun hat, muss irgendjemand anders machen. Mhm. Also das ist halt so, ne, auch nicht nicht mein Talent, glaube ich, dass ich das jetzt so gut könnte. Aber natürlich, vom Prinzip her würde ich super gerne das auch mal sehen, dass was ich geschrieben habe oder so dann verfilmt werden würde. Also deswegen, ich hoffe das dann immer mit meinen Büchern, also jetzt nicht die Drehbücher, sondern wirklich die Bücher, die ich schreibe, da hoffe ich natürlich, sage ich mal, mit denen erfolgreich zu sein und vielleicht werden die ja dann auch verfilmt. Bist du denn auch eine Leseratte oder nur in Anführungsstrichen Filmfan? Tatsächlich eigentlich nur Filmfan. Das finde ich auch ganz spannend, weil ich immer schon gesagt habe, wenn ich Unterhaltung will, gucke ich mir lieber einen Film an. Also wenn ich lese, dann lese ich eigentlich so Literatur, wo ich der Meinung bin, das muss man gelesen haben. Also einfach Weltliteratur oder auch mal ein wissenschaftliches Buch oder sowas. Aber wenig Unterhaltungsliteratur. Also ich lese mir jetzt nicht unbedingt einen Thriller, weil ich jetzt Bock auf Spannung habe, sondern gucke ich mir tatsächlich lieber den Film an. Ja. Passiert ganz selten, vielleicht einmal im Jahr oder so. Aber ich glaube, das war jetzt auch mein Vorteil, weil ich völlig unbefangen Thriller schreiben konnte, ohne mich an irgendwas zu orientieren, was gerade in ist oder an irgendeinem erfolgreichen Bestseller-Autor rangehangen, wenn der das so macht, dann mache ich das auch so, sondern völlig meinen eigenen Stil und meine eigene Art da bewahren konnte. Und das war, glaube ich, jetzt ein Vorteil. Ja. Ich habe eine Frage, habe ich noch, und zwar... Ich darf noch ganz viel fragen. Was ich auch immer gerne wissen möchte natürlich, was natürlich auch immer die Hörer oder Leser interessiert ist, was so zukünftig bei dir so jetzt aktuell so ansteht. Darfst du was verraten? Ja, also ich kann zum Beispiel verraten, dass ich jetzt im Moment mich tatsächlich auch in Dreharbeiten befinde. Ich drehe gerade für den Armin Schnürle in Calw. Der macht regelmäßig so, also früher hieß das Tatort Calw, war dann auch wie ein Tatort, aufgezogen von der Story, von allem her. Also wirklich hat er, also das macht er schon seit 20 Jahren, der macht das richtig gut. Da sind wir wieder bei dieser Independent-Schiene. Der ist halt auch so völlig unabhängig von irgendwelchen Produzenten und ist da in seiner Stadt jetzt so etabliert, dass er einfach auch wahnsinnig viel Unterstützung bekommt. Das heißt, wenn der halt, keine Ahnung, irgendwie was von der Feuerwehr braucht oder da drehen will, dann darf der das halt, weil jeder weiß, was er macht. Tatort Calw darf er es jetzt nicht mehr nennen. Das heißt jetzt seit 2 Jahren Mordkommission Calw. Okay. Ja, in diesem Jahr drehen wir den Film Warlord, heißt der. Und da spiele ich die Kommissaranwärterin Jasmin Stein. Also da habe ich tatsächlich eine größere Nebenrolle jetzt auch. Im vergangenen Film hatte ich eine kleine Nebenrolle. Da war ich auch eher wieder so eine taffe Serienkillerin eigentlich. Und diesmal spiele ich tatsächlich eine Kommissaranwärterin, die auch taff ist, aber auch teilweise an ihre Grenzen kommt, aber also eine ganz, ganz tolle Rolle, auf die ich mich sehr freue. Ich hatte jetzt einen Drehtag, habe im August nochmal 5 Drehtage und ja, das macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß. Genau. Ich hatte noch einen Kurzfilm, hatte ich jetzt gedreht, den gibt es gerade schon auf YouTube seit gestern zu sehen. Das war ein ganz kleines Projekt. Ich habe hier einen Regisseur, der arbeitet beim SWR auch und der macht regelmäßig Kurzfilme und wir wohnen hier in der Nähe zusammen und den kenne ich auch schon seit 10 Jahren und da spiele ich dann immer mal mit.
Genau, da haben wir ein bisschen die Corona-Zeit jetzt eingebracht. Und zwar geht es eben um ein Geschäftsmeeting via, naja, was auch immer, also so wie Zoom oder WebEx. Wir haben da natürlich etwas anderes, was dann ein bisschen anders läuft als normal. Ja. Genau. Und Buch, wegen meinen Büchern. Also ich bin eigentlich tatsächlich, das haben viele auch mitgekriegt, glaube ich, dass ich nicht mehr ganz so viele Filmprojekte mache. Also ich kümmere mich da tatsächlich aktiv auch nicht so arg drum, sondern mache eher Projekte mit Leuten, die ich schon lange kenne, wo ich weiß, was auf mich zukommt und so weiter. Oder Projekte, die halt, sag ich mal, von alleine zu mir kommen, weil ich mich tatsächlich seit 2 Jahren ganz, ganz intensiv der Schreiberei widme. Also ich habe jetzt seit letztem Jahr auch eine Agentur, eine ganz gute. Und ja, bin da fleißig am Schreiben. Also ich schreibe jetzt mindestens ein Buch pro Jahr gerade im Moment. Leider dauert das, also in der Buchwelt, die ist wahnsinnig langsam. Also noch langsamer als die Filmwelt. Das heißt, ich arbeite zwar sehr viel daran, was da aber letztendlich bei rauskommt, das wird noch ein bisschen dauern, bis das sichtbar ist. Ja. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe ja mit dem Mike zusammen und mit dem Till, einem Kumpel von mir, ein Buch geschrieben, das ich normalerweise auch gar nicht lese. Mhm. Und das war das erste Mal und das war echt eine Sauarbeit. Also es war unglaublich. Es ist viel Arbeit, also auch schon alleine das Buch überhaupt zu schreiben, sage ich mal, ist schon wirklich viel Arbeit. Das Lektorat, Verlag finden und so weiter, das ist alles, das dauert einfach. Also selbst jetzt, wo ich echt eine super, super Agentur habe, wo ich wahnsinnig viel Glück hatte, weiß ich einfach, und jetzt durch Corona tatsächlich noch mehr, das sollte man gar nicht meinen, weil viele sagen, ja, aber es wird ja mehr gelesen. Ja, hat damit gar nicht so viel zu tun. Also gerade für eine Debütantin, die jetzt einen Verlag sucht für ihre Projekte, ist es super, super schwer, weil die Verlage einfach auch gerade nicht so viel investieren und erstmal ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Und da hat sich jetzt allein dadurch schon mal alles wieder um ein Jahr verschoben. Mhm. Also ich glaube, bis dann meine Sachen irgendwie mal rauskommen, dauert es bestimmt noch 2-3 Jahre. Aber das Gute ist, dass ich ja fleißig am Vorproduzieren bin. Ich glaube, wenn es dann mal läuft, dann kann ich auch ordentlich nachliefern. Ja, da freuen wir uns drauf. Darf ich dir eins unserer Bücher zukommen lassen und du sagst mir mal so, gibst mir mal so ein ehrliches Feedback, wie du das findest? Es geht um Oldschool-Horror. Natürlich, sehr gerne. Und da werden, wir haben ganz viele tolle Interviews gehabt mit Regisseuren und Maskenbildnern und so. Zum Teil wirklich Oscar-gekrönte Personen. Was weiß ich, zum Beispiel Jeff Lieberman ist da drin. Mhm. Oder der Thorsten Sträter, der ja auch Horror-Kurzgeschichten schreibt, das weiß ja kaum einer. Mhm. Und dann wäre schön, wenn du mal mir dann mal sagen könntest, pass mal auf, das und das fand ich gut oder das und das wäre verbesserungswürdig gewesen oder so. Das finde ich immer interessant. Nee, total gerne, klar, natürlich, wenn ich das dann überhaupt sagen kann. Also, ne, ich bin ja da auch nicht unbedingt, also ja, ich bin natürlich schon auch im Horror und so weiter bewandert, aber aber dann mache ich natürlich total gerne. Ja, super. Prima, dann lasse ich dir das zukommen. Gerne. Ich schneide das dann, diesen Podcast schneide ich dann gleich zurecht, wobei da ist ja jetzt gar nicht viel zu schneiden. Normalerweise schneide ich da auch gar nichts raus oder so, ich weiß nicht. Schick dir das dann alles zu und guck mal, dass ich so eine kleine Vita noch von dir zusammengeklöppelt kriege. Da gucke ich nochmal auf deiner Homepage. Genau, auf der Homepage am besten. Da findest du eigentlich alles. Okay, und dann lasse ich dir das Ganze zukommen und mit dem Buch, dann da bleiben wir in Kontakt. Dann kannst du mir dann sagen, wo ich das hinschicken soll, dann später. Ja, klar, das kann ich dir einfach schreiben, dann nochmal die Adresse. Okidoki. Okay, super, voll super. Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vielleicht demnächst mal in einem rührseligen Kinderfilm. Ja, schauen wir mal. Annika, vielen Dank. Danke auch. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.